heute wird es mal wieder extra bescheuert, Leute. Denn wir sehen heute wieder super sinnlose Minecraft-Clips. Und ich bin mir sicher, am Ende des Videos haben wir kein Gehirn mehr. Und vielleicht muss ich dieses Video ja sogar löschen, weil ihr sonst kein Gehirn mehr habt. Leute, was war das schon? Was war das schon wieder? Ein Frosch isst einen Wither. Das ist nicht möglich. Das ist höchstens möglich, wenn wir jetzt 1000 Likes auf dieses Video knacken. Also Leute, 1000 Likes knacken. Let's go. Oh mein Gott, es wird wirklich verrückt, Leute. Ich glaube, dieses Video muss ich wirklich löschen. Aber wir werden sehen. Wir schauen uns erstmal an, was hier passiert. So. Der nimmt... Hat der eine Hand dort? Der hat eine... Er packt zwei Hände in einen Amboss und er bekommt eine gigantische Hand heraus. Leute, wie startet das hier schon wieder? Alleine, guckt euch das mal an. Wirft ihm die Hand hin, sehe ich gerade. Schaut euch diese Hand mal an, wie krass die herausragt. Ey, hört mir auf. Hört mir auf. Ah, okay, wir droppen die Hand, ne? Warum nicht? Okay, ja. Ja, und er hat jetzt hier einfach mal eine XXL-Hand. Und was macht er mit der Sonne? Nein, er baut die Sonne ab. Willst du mich denn hops nehmen? Wollt ihr mich denn veräppeln? Und was ist... Hat er jetzt die Sonne gegessen oder wovon ist der explodiert? Also mein Gehirn ist gerade schon wieder kurz vorm Schmelzen, Freunde. Da fehlt nicht mehr viel. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben einmal Steve mit einer Potion. Der wirft den jetzt hier mit irgendwelchen Potions ab. Ah, Stärke ist es. Okay, Stärke, ne? Stärke unendlich. Unendlich Stärke, okay. LOL, nein! Nein, er hat ihn einfach mit unendlich Stärke abgeworfen. Jetzt schaut euch den mal an. Also das ist doch nicht mehr Steve. Das ist doch alles, aber nicht mehr Steve. Das ist... Der sieht aus wie die Transformers-Variante von Steve. Eieieiei. Aber es sieht irgendwie krass aus. Dann muss man ihm auch mal lassen. Also der hat auf jeden Fall richtig viel Stärke abbekommen. Oh, er haut den... Er haut ihn jetzt bis zum Mond. Geil. Was ist denn das für ein Steve, Freunde? Das ist doch nicht normal. Ein LA in der Luft, ne? Okay, ein Drachenei hebt er jetzt auf, der LA. Und jetzt... Okay, der geht irgendwie in den Boden herein. Fisch. Und er... Von wo kommt der Enderdrache? Aus dem Drachenei ist er geschlüpft oder was? Oder wie kann ich es jetzt verstehen? Und warum kann ein LA ein Enderdrache reiten? Oh, ja, da kann man echt nur wegrennen. Da sollte man echt wegrennen. Okay, ein bisschen Holz abbauen, das geht ja immer fit, ne? Ein bisschen Holz schadet ja nie, das wissen wir alle. Okay, und da haben wir nochmal Steve am Start und er baut sofort... Ja, Leute, warum auch Holz abbauen, wenn man den ganzen Baum abbauen kann, ne? Und noch ein bisschen davon essen, ja klar. Gönn dir, Kollege. Und er verwandelt sich zum Setzling. Die Fragezeichen treffen es auf jeden Fall ganz gut. Ey, was ist da gerade passiert? Noch ein paar Villager abbauen, ne? Ein paar Villager einsammeln. Man kann ja nie genug Villager einsammeln, ne? Ja, den auch noch. Nimm den auch noch mit. Genau, ja. Aber den hinten auch noch. Der steht auch sehr gut. 5 Villager hat er schon abgebaut. 6 Villager. Ja, die kann man ganz gut mitnehmen, ne? Ich meine, zur Not lagert man die Villager halt in der Kiste, ne? Oder man schmeißt die einfach in den Mülleimer, in Lava rein. So, und jetzt baut der auch nochmal einen Villager ab, oder was? Ach, er droppt die Villager, lol. Ach, und er wird immer größer, ja gut. Wenn's sonst nichts ist. Wenn's sonst nichts ist, dann ist ja okay, Leute. Dann ist es ja auch wirklich okay. Alter, was ist das denn? Der ist ja einfach mal gigantisch geworden. Alter Schwede, das ist ja krank. Das ist ja wirklich sehr, sehr krank. So, was haben wir hier? Ein Minecraft-Bett. Steve ist daneben, er legt sich ins Bett rein. Soweit alles noch normal. Und baut das ab. Und die eine Hälfte wird abgebaut und die andere Hälfte liegt noch im Bett. Und Steve ist einfach mal halb im Boden. Er kann ihm jetzt die Beine wiedergeben, Kollege. Ah, ey, hat auch Vorteile, ne? Hat auch Vorteile. Wir sehen's. Wir sehen's. Wir brauchen nicht mehr zwei blockhohe Türen oder Wände, sondern nur ein Blockwand. Die reicht auch aus. Was will man mehr? Kann nur verrückt werden. Aber diese Musik, die passt doch einfach so gut dazu, ne?
So, was war jetzt auf dem Stick drauf? Knockback, was? Da war irgendwas Krasses drauf. Ah ja. Das hatten wir ja bereits heute, ne? Läuft, wo kommt der denn? Oh mein Gott. Der Hund wird sauer und kommt einfach mal angekrochen, würde ich fast sagen. Aber der kommt nicht angekrochen. Der kommt raus wie Hulk. Wie Hulk. So, jetzt haben wir hier ein Ocean Monument. Und der hat irgendeine Potion getrunken. Ich weiß gar nicht genau, was für eine Potion das hier war. Oh, wird nochmal ein paar Mal angegriffen. Ah ja, okay. Aber was ist jetzt hier die Mission? Was macht das Ganze hier so speziell? Sieht aktuell noch ganz normal aus. Ein Enderman! Ach ja, der Enderman, der muss ja nochmal unter Wasser sein. Ja klar doch. Ey, wie konnten wir ihn vergessen? Der Enderman unter Wasser, natürlich. So, hier nochmal Obsidian, ein Nether-Portal. Das funktioniert, by the way, nicht. Das habe ich schon mal ausprobiert. Man kann kein Nether-Portal machen im End. Aber er baut einfach nochmal ein paar Blöcke ab vom Nether-Portal. Ja, ja, genau. Nether-Portal zum Mitnehmen, ne? Und was macht er jetzt? Jetzt nähert er sich dem Enderdrachen und platziert nochmal ein Nether-Portal da oben drauf auf dem Bedrock. Let's go, dann einmal da rein. Hier wird auf jeden Fall einiges an Redstone-Blöcken platziert und wir sehen, was wird daraus passieren, Leute. Das sind ganz, ganz viele Redstone-Blöcke. Das ist schon komisch, dass das Redstone gar nicht angeht. Habt ihr es gerade gesehen? Das Redstone war erst an, als das zweite Redstone platziert wurde. Macht gar keinen Sinn. Aber der Pisten, der ist auf jeden Fall schon im Himmel angekommen. Und wir sehen, jetzt baut er wahrscheinlich wieder die Sonne ab. Ach ja, er fliegt einfach mal in die Sonne rein. Es wird ja noch besser. Stellt euch mal vor, es wird wirklich im richtigen Minecraft gehen. Das wäre mal richtig krank. Okay, hier ein bisschen die Ernte pflücken, um es mal doof zu sagen. Ein bisschen Sachen ernten, ein bisschen Kartoffeln mitnehmen, ne? Ein paar Karotten mitnehmen. Mal hier den Villager schlagen. Oh, jetzt kommt der Eisengolem. Was macht der denn? Was macht der denn? Hä? Okay, der ist wahrscheinlich sauer, weil er den... Ah! Ey, das wäre auch geil. Stellt euch mal vor, sowas könnte der Eisengolem im normalen Minecraft. Das wäre wirklich geil, ne? Das ist die Frage. Wie? Wie hat er das gemacht? Anscheinend ist er im Nether unterwegs, hat hier ein Schweinchen. Mhm. Ja, Kollege. Und jetzt... Ach, er klar, er hat das Superschweinchen. Das Spiderschwein hat er am Start. Das kann nämlich bekanntlicherweise einfach mal Wände hochklettern. Das ist doch ganz normal. Komplett normal. Alter, Leute. Ich werd schon echt bekloppt dabei, wenn ich das so sehe. Okay, eine ganz normale Zombie-Farm anscheinend. Aber da fehlt noch irgendwas. Irgendwas Komisches muss hier noch passieren. Irgendwas Komisches muss hier noch passieren. Das kann so nicht bleiben. Das ist zu normal. Das kann so nicht bleiben. Ach, den kann er nicht schlagen. Okay, aber... Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Lol. Da ist der Haken, okay. Leute, ich kann nicht mehr. Gib diesen Daumen ein Video nach oben, wollte ich sagen. Genau, abonnieren nicht vergessen. Und ich glaube, dieses Video wird gelöscht. Ich bin raus. Ciao.